Lungenkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten weltweit und leider auch eine der tödlichsten. Das liegt vor allem daran, dass Lungenkrebs oft erst in einem späten Stadium entdeckt wird, wenn die Heilungschancen bereits stark gesunken sind. Doch es gibt Warnzeichen, die auf Lungenkrebs hindeuten können. Wenn du diese Warnzeichen kennst und frühzeitig erkennst, kannst du deine Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung erheblich verbessern. Genau darum geht es in unserem heutigen Video. Nummer 1. Anhaltender Husten. Anhaltender Husten, der über mehrere Wochen andauert und sich im Laufe der Zeit verschlimmert, kann ein Anzeichen für Lungenkrebs sein. Besonders wenn du Raucher bist oder in der Vergangenheit geraucht hast, solltest du einen solchen Husten unbedingt von einem Arzt abklären lassen. Nummer 2. Veränderungen beim Husten. Auch Veränderungen beim Husten können auf Lungenkrebs hindeuten. Dazu zählen ein tiefer oder rauer Husten, der vorher nicht vorhanden war, oder das Auftreten von Blut im Auswurf. Nummer 3. Atemnot. Wenn du bemerkst, dass du schon bei geringer körperlicher Anstrengung oder sogar in Ruhe Atemnot hast, kann das ein Warnzeichen für Lungenkrebs sein. Denn Tumore können die Luftwege blockieren oder den Flüssigkeitsaustausch in der Lunge beeinträchtigen. Nummer 4. Brustschmerzen. Schmerzen in der Brust, besonders beim tiefen Einatmen oder Husten, können ebenfalls auf Lungenkrebs hindeuten. Auch hier gilt, lass solche Symptome unbedingt von einem Arzt abklären. Nummer 5. Heiserkeit. Eine anhaltende Heiserkeit, die länger als 2 Wochen andauert, kann ein Anzeichen für Lungenkrebs sein. Denn Tumore können die Nerven beeinträchtigen, die die Stimmbänder steuern. Nummer 6. Gewichtsverlust ohne erkennbaren Grund. Ein unerklärlicher Gewichtsverlust kann ein Anzeichen für viele verschiedene Arten von Krebs sein, einschließlich Lungenkrebs. Wenn du ohne Diät oder erhöhte körperliche Aktivität mehrere Kilogramm abnimmst, solltest du das unbedingt von einem Arzt abklären lassen. Nummer 7. Schmerzen in Knochen oder Gelenken. Schmerzen in Knochen oder Gelenken können ein Anzeichen dafür sein, dass Lungenkrebs metastasiert hat, also in andere Teile des Körpers gestreut hat. Besonders häufig sind die Wirbelsäule, die Hüften und der Brustkorb betroffen. Nummer 8. Infektion. Häufige Infektionen der Atemwege wie Bronchitis oder Lungenentzündungen können ein Anzeichen für Lungenkrebs sein. Denn Tumore können die normale Funktion der Lunge beeinträchtigen und das Risiko für Infektionen erhöhen. Nummer 9. Veränderungen der Finger. In seltenen Fällen können Veränderungen der Finger, wie Verdickungen der Fingerkuppen oder Veränderungen der Nägel, auf Lungenkrebs hindeuten. Dieses Phänomen wird als hippokratische Finger bezeichnet. Wenn du eines oder mehrere dieser Symptome bei dir bemerkst, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Denn je früher Lungenkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Und denk daran, die beste Vorbeugung gegen Lungenkrebs ist das Nichtrauchen. Wusstest du bereits über diese Warnzeichen Bescheid? Hast du weitere Tipps für unsere Community? Antworte uns in den Kommentaren, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft auch garantiert keines unserer informativen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und noch einen gesunden Tag!